Komm, wir müssen die letzten 6 Sekunden noch dazu einrichten, nach da oben zu kommen. Fuck. Wir sind nicht auf der 48er Höhe. What the hell? Come on. Oh Mann. Das lässt sich halt aber auch echt mies kontrollieren, ja. Jo, 49, jetzt haben wir's. Hoff's bleibt dabei. Gott, lässt sich das beschissen kontrollieren. Aber hey, wir wollen ja natürlich nur 43 haben wir schon erreicht. Nur ein Temperature Reading da machen. Wow, ohne Reaction Wheels, kein Spaß, ehrlich nicht. Ehrlich nicht. Ne, keine Chance, da irgendwas unter Kontrolle zu bringen. 47 und 48. Bam! You are above 48,000 meters. We can finally answer the question. How cold is it that far up? Quick, take a temperature reading. Boom, got it. This data will help us better understand important things like high altitude, weather patterns and what kind of fuzzy sweaters we need to pack for future astronauts. Now bring it down in the Eastern Ocean. Okay, I'll try. Ich glaube zwar nicht, dass das klappt, aber ein Versuch ist es wert. Wir haben nämlich nicht mehr wirklich viel Sprit. Macht aber auch nichts. So. And, wow, 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 wow. Nicht höher fliegen, runter. Ey. Das war's. Wie soll ich denn mit dem Ding zielen? Ich habe wenigstens ansatzweise mich da drauf versetzt. Aber was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist decouplen. Bye! So. Kommen wir wenigstens überhaupt im Ocean runter. Jo, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Okay. So, das war Brilliant Work. Davor hat er Take a Temperature Reading. Keep breaking these records. You're already higher than any Kerbal in history. Und das war die Anfangsbriefing-Geschichte. Gut. Yo, control detached not. Ah, uncool. Wir beschleunigen natürlich mal wieder. Und gucken, dass wir da runterkommen. Na komm. Runter da. Oh, die Schirme sind rot. Why? Gut, ich meine, wir sind noch hoch genug. Ich hoffe, wir kriegen hier ein bisschen Bremswirkung rein. Mehr Bremswirkung, please. Ja. Aber wir können immer noch keine Schirme öffnen. Why? Ah, zu schnell wahrscheinlich noch. Jo. Jetzt können wir es öffnen. Dann machen wir das auch bald. Jetzt noch nicht. Noch lassen wir uns schön da runterfallen, abbremsen. Ja, jetzt fällt er auch nochmal runter. Sehr cool. Allerdings kein Precision Landing am Start. Dann jetzt 200 Meter die Sekunde, ja. 190. Ich glaube, ich mache die Schirme erst deutlich später auf, weil das Ding hat keine, oder kaum Eigengewicht. Dementsprechend, wo ist eigentlich der Rest vom Schiff? Der müsste noch irgendwo unterwegs sein. Da ist der Moon schon wieder. Der Sack wird uns die ganze Zeit vor die Nase gehalten, ne? So, 8 Kilometer. Alrighty then. Na los. 6 Kilometer, 5 Kilometer. Bremswirkung? Ich glaube, wir gehen noch ein Stückchen weiter vor. 4, bei 3 Kilometer. Drei Kilometer, Schirme öffnen. Boom, Bremswirkung, yay. Aber not enough. Gut, und bei 1 Kilometer gibt es den Rest von der Bremswirkung und wir fallen ultra langsam ins Meer. Auch wenn wir es nicht bis ganz hinter geschafft haben, aber es ist auch schwierig ohne SAS und Reaction Wheels. Wow, what the hell? What the hell? Déjà-vu, okay, das dauert jetzt eine Weile, bis er da unten ankommt. Oh Mann.
Okay. We believe our rocket technology is ready for its final test. A satellite that can orbit carbon. Do not let us down. You must build vessel Japnik 1 to continue the mission. Boom. Yeah. Nur das ging ja eigentlich jetzt, ja. Also es hätte schlimmer kommen können. So, jetzt müssen wir mal die Japnik bauen. Okay, we need to build that. Also 30 Tonnen Minimum. Zwei Stages. Nicht mehr als 48 Parts. Nicht mehr als 56 Tonnen. Und the Stay Putnik. In the house. Also Stay Putnik. Bitch. Stay Putnik, bitch. Strom braucht er auf jeden. Sonst Stay Put Nothing. Wenn ich mir recht überlege. Stay Putnik. Machen wir mal hier 4 Stück. Das sind 4 Stück. Energy. Und dann brauchen wir die Tanks. 1, 2. Um das Stay Putnik selbst erstmal zu bauen. Dann die good old Twitch Liquid Engine. Twitch on this. Okay, gut. Dann haben wir die Twiatch Engine. Wir können natürlich voll keine Tests machen, außer hier drin. Was ich ziemlich ungeil finde vom Spiel. Alright. Dann brauchen wir natürlich ein Decoupler right there. Und ein Payload Airstream Protective Shell right there. Okay. Können wir das Ding nämlich inpacken. Wait a minute. So. Das war blöd. Denn ich habe beim Stay Putnik indeed die Antennas vergessen. Antennas to hell. Right there. Der Original Stay Putnik hatte, glaube ich, 4, ne? Sputnik, nicht Stay Putnik. Machen wir das hier auch. Sieht super scheiße aus. Aber was muss, das muss. Ey, ich wollte das Fairing bauen. Komm. Ah, ja, da ist es. Alright. Fairing 1. Ah, weiter nach oben. 2. That's enough. Ja. Und dann führen wir das Ganze zusammen. Great. Clamshell Deploy. Ja, was dann? Der fliegt nachher schön auseinander. Und dann haben wir hier einen Decoupler. Das Protective Shell kommt da. Der Decoupler definitiv erst danach. So. Also Protective Shell auch noch vor den Raketen, by the way. Gut, dann haben wir natürlich das Thingy da, das wir natürlich definitiv anbringen müssen. Können wir das optisch changen? Was können wir noch changen? Ah, ich glaube, wir nehmen das für ohne rum. So, das sieht doch mal echt schön aus. Was geht hier mit Liquid Fuel Oxidizer? Solid Fuel. Solid Fuel? Achso, damit es zur Seite weggesprengt werden kann. Black and White Crane Orange. Okay. Engine cannot be shut down. Aber das ist die Engine an sich, ne? Weil das Ding hat ja überhaupt keine Engine unten. Okay, Stay Putnik. You will get up there. I would say. Aber das ist nicht richtig. Da müssen die Coupler hin. So, wir haben das haben wir verbaut. Das verbauen wir gleich. Die Twitch Engine ist dran. Dann, genau, die Dinger. So. Radial Decouplers. Da. Okay. Dann. Auf jeden Fall Stabilizing Shit. Aber zuerst bringen wir die Dinger da an. Die Fuel Tanks. So sieht's aus. In dieser Farbgebung natürlich und möglichst nach Alter. Wie kriege ich die denn da drauf? Ah, so. Okay. So. Dann verschieben wir die rein optisch schon mal noch ein bisschen nach unten, damit's geiler aussieht. Yay! Alright. Obwohl, ob das jetzt so viel geiler aussieht als so, so sieht's gut aus. Das sieht doch gut aus. Dann brauchen wir hier Structural Stabilizing. Indeed. Right there. Great. Yep.
Und auf der anderen Seite halt auch nochmal. Damit der Mist auch ja stabilized ist. Jo. Das muss stable sein. Was haben wir denn da eigentlich noch an Engines? Ja, ich denke fast, das ist egal. Allerdings müssen wir hier gucken. Diese vier, und das ist der Grund, warum wir zur Seite abdriften können. Diese vier haben nämlich eingebaute Rocket Boosters, die die Dinger, die hier von der Hauptrakete wegbringen, ne? Okay, good to know. Die müssen wir natürlich starten. Zeitgleich mit denen da. Also mit dem Decoupeln quasi. Dann fliegen nämlich zur Seite weg. So. Okay, wie viele Tonnen haben wir? 36 Parts. Und ein paar Tonnen Gewicht. Das ist in Ordnung. Damit kann ich jetzt noch arbeiten. Noch. So, ein Single Part, please. There. Aber das sieht nicht so cool aus. Wir sollten da mal ein Shell drum machen. Das sieht geil aus. I'll take that, weil das kann man jetzt nämlich direkt in den Übergang bringen. Sehr cool. Oh, die Optik. Aber geil. Ein wunderschönen Add-all, die jetzt gerade dazugekommen sind. Und die bringen wir außen an. Obwohl, die können wir auch drinnen anbringen, weil das ist dieselbe Breite, wie ich gerade gesehen habe. Ne? Is it? Should be. Should be. Wäre die Farbe schwarz natürlich noch toll, aber so geht's auch. Was jetzt von der Breite her natürlich dem Ganzen sehr, sehr stark nachempfunden. Die werden gezündet, danach wird die gezündet. Nachdem die abgesprengt wurden. So rum. Dann haben wir jetzt 7000 Meter die Sekunde insgesamt. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht. 1,7, 0, aber da sind wir schon weiter oben. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Aerodynamic Basic Fins anbringen. Fins. 4 Stück. Ah, es sind schon 4 Stück. Okay, 4 Stück. There. Basic Fins. Und hier natürlich auch, da dazwischen. Hier, yeah, genau da. Basic Fin. Und weiter oben auch nochmal ein wenig versetzt. Quasi so. Okay, das ist doch mal ein Schiff. Aber wir haben zu viele Parts dran. 49. Ein einziger Part ist zu viel. What are you kidding me? You know? Dann machen wir halt nur zwei Antennen oben an der Putnik. Ey, was soll denn das? Oder nur eine wegen mir. Das sieht zwar dumm aus und blind, aber was soll's. Ne, wir machen eine Doppelantenne dran. To stay, Putnik. Okay, zurücke. Alles klar. So, jetzt können wir noch ein Part anbringen, aber das bringt uns jetzt eigentlich erstmal auch nicht weiter. Ich denke, Jepnik 1 wäre damit auf jeden Fall fertig. Und ich hoffe, Jepnik 1 funktioniert. Let's go. Continue the mission. Wehe, Jepnik 1 funktioniert nicht. Jepnik. Jepnik! Oh Mann. Komm, Jepnik. Zeig uns, was du... Show me what you got. This is it. You're flying the first vessel to leave Kerbin's atmosphere and orbit the planet. Nervous? Don't be. We're not. Okay, maybe we're a little nervous. The Werner von Kerbin hat's natürlich wieder drauf mit seiner Aussage. Das war jetzt sehr, sehr unterstützend. Ich mache RCS und SAS an. Das gucken wir uns an. Und wir geben kein Vollgas, sondern zwei Drittel Schub. Und gib ihm! Oh Gott, das ist gerade so enough. Gerade so, aber ich denke, wir stabilisieren relativ gut. Ich hoffe, wir stabilisieren relativ gut. Obwohl ich da schon Abweichungen sehe. Eine Minute 38 haben wir Zeit. Wir brauchen einen Gravity Turn, denke ich. Und wir haben eine coole, sehr, sehr coole Startlocation gewählt. Mitte an der Berge. What is this? What the... What? How? Why? What the hell? What are you doing? Ski ab. Toll, der Anfang war gut.